Schatz, du hast, obwohl man weiß, dass ein Semester jeden Tag ein Semester. Mein Standard sinkt irgendwie ein bisschen. Ich versuche ja immer irgendwas Besonderes zu finden, was man tun kann, um Menschen zu überraschen, um was Schönes zu tun. Ne? Dann dachte ich mir, komm, dann nehmen wir den Lieblingsmusiker und singen das mal, weil ich glaube, mir liegt Singen gar nicht so schlecht. Ja, der Lieblingsmusiker rappt. Gut. Whatever. Ich habe ein gutes Lied gefunden. Wir probieren es aus. Es klingt, als ob Gas entweicht und dein Haar geschmeidig wie Rindenmulch noch ein paar Jahre und du gehst als Vintage durch. Schatz, du hast, obwohl man weiß, dass. Schatz, du hast, obwohl man weiß, dass irgendwann die Schätze verbuddelt. Was? Schatz, du hast, obwohl man. Schatz, du hast, obwohl du weißt, dass man irgendwann Schätze verbuddelt, immer noch die glänzenden Augen wie eine fettige Suppe. Komm, wir gehen zusammen den Gebirgsbach runter. Erst erzähl noch mal von deinen Jugend- und dem Wirtschaftswunder. Du bist circa 100 oder 28, doch wen interessieren deine Nummern, Ja, meine Freunde, das wird spannend. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen üben, so deutlich zu sprechen. Korken zwischen die Zähne. Und dann so deutlich sprechen, wie es geht. Wenn man den Korken rausnimmt, müsste man eigentlich deutlich sprechen können. Heute kann es trotzdem Regen oder Hageln, denn im Sommer kann man einfach schon mal die Herzmuskeln verragen. Kenn ich, hab ich beschenke herrenlose Damen mit Rosinen oder später Originalen. Knautscht man seine Augen leicht erstaunt und weiß man kaum, dass deine Uhr läuft. See what comes next. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn für den Herbst des Lebens ist Dürre prophezeit. Das Schicksal schenkt dir einen Gürtelrosenzweig und ein Harnleiter, einen etwa kürbisgroßen Stein, obendrein Grußworte von den Bohlsenioren. Soll ich das nochmal sagen? In dein gutes Ohr? Ja, ich weiß, an dir nackt bereits der Zahn der Zeit, aber dann lachst du und es klingt, als ob Gas entweicht und dein Haar geschmeidig wie Rindenmulch. Noch ein paar Jahre und du gehst als Vintage durch. Schatz, du hast, obwohl du weißt, dass man irgendwann Schätze verbuddelt, immer noch glänzende Augen wie eine fettige Suppe. Komm, wir gehen zusammen den Gebirgsbach runter. Erzähl nochmal von den Jugend und dem Wirtschaftswunder. Du bist circa 100 oder 28, doch wen interessieren ein paar Nummern, Heute kann es frösteln, regnen oder hageln, denn im Sommer kann in deinem Alter schon mal die Herzfunktion versagen. Candy Shop, ich beschenke herrenlose Damen mit Rosinen oder Wert des Originalen. Die anderen stehen auf junges Gemüse. Ich stehe auf schrumpelige Füße, die ich lister mit der Zunge berühre. Ja, ich weiß, für dich bin ich noch sehr, sehr jung, doch ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Du bist ein Engel auf Erden. Bei deinem Weltwunderkörper denke ich gern an die hängenden Gärten. Und ich verehre jeden Leberfleck, aus dem alleiniges Haar von 12 Zentimetern wächst. Ich will kein Fetischsex und schenke mir Kaviar ins Sektglas, denn mein Name in deinem Testamentsvertrag ist unanfechtbar. So lebe ich mit dem Blick auf noch erfahrene Semester jeden Tag, als wär's der letzte. Leben.
letzten Geburtstag sprach ich zu dir. Bleib, wie du bist. Jedoch verrät mir der Verschleiß im Gesicht. Mein heißester Tipp ist dir scheinbar nicht richtig. Kleines Gedicht.